Ja, aber wie sollte diese Zeichnung in meinem Journal festhalten? Ja, dann mach doch. Ach so, wir brauchen noch Papier. Ja, Papier brauchen wir noch, genau. Sonst geht da gar nichts. Ohne Papier läuft da nichts. Das ist halt immer so das Problem. Rein da, rein da. Der letzte Kristall. Es öffnet sich ein Durchgang. Elefantenohr. Wow, wir haben ein Elefantenohr und wir haben. Ah, gucke an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, passt. Also, jetzt müssen wir hier ein bisschen rumbasteln. Oder? Müssen wir jetzt schon basteln? Nö. Das kommt alles noch. Das kommt noch. Irgendwas fehlt noch. Und wir können jetzt zu dem Elefanten gehen. Was hast du für uns, lieber Elefant? Eine Elefantenfigur. Ach, siehst du, hat doch was gefehlt. Na, das ist doch wunderschön. Jetzt wissen wir gleich, was mit der Sache ist. Wir dürfen wieder eine Runde Rätsel raten. Einige der Figuren stehen nicht an ihrem Platz. Ja, das weiß ich. Okay, also Elefant ist schon mal richtig. Das steht schon fest. Das und. Ja, aber. Eine. Ja. Und jetzt noch die Lotusblume oder was? Ach so, jetzt ordne die Figuren so an, wie auf dem Diagramm dargestellt. Ach ja, stimmt, klar. Die Lotusblume wird natürlich nicht angezeigt. Naja, gut, so das hier. Das und das. Dann. Was ist denn? Na gut, dann machen wir erstmal hier die Schlange. Affe. Das und das. Und das und das. So. Und jetzt. Aber was? Das Problem ist ja jetzt, jetzt weiß ich nicht, was das hier ist. Ist das jetzt hier? Zeichen der Lotus? Ordne Figuren so an, wie auf dem Diagramm dargestellt. Hahaha, du bist ein Witzbold. Wie auf dem Diagramm dargestellt. Naja, toll. Also, wir haben die beiden. Wir haben die. Wir haben die beiden. Wolf. Dort. Die Ananas dahin. Oder soll die Ananas dahin? Der Elefant nach oben? Schlange haben wir hier. Ah, warte mal, dann kommt hier der. Nee, die passen. Die passen. So, die und die. So, das passt auch. Dann die Ananas.
Nee, vielleicht muss das so sein. Das dahin und das dahin. Dass das die obere Reihe ist. Das passt. Schlange. Affe. Wolf oder Ananas. Oder Elefant. Und hier oben der Wolf. Oder nee, wo eher hier der Kopf der Göttin, ne? So, jetzt haben wir hier die beiden. Die Ananas. Also wir haben ganz viele Kreaturen, also Tiere. Es kann sich natürlich dabei handeln, dass man die, dass die Figuren so eingeräumt werden müssen, dass Tiere Tiere, ja, Natur Natur, aber es geht ja dann auch wieder nicht auf. Okay, also ich mache es jetzt nochmal, wie ich es am Anfang hatte. Das und das. Das und das. Schlange. Affe. Wolf. Ananas. Und die beiden. Oder die beiden, weil es steht da im Zeichen des Elefanten. Auch nicht. Ah, doch, das ist diese Figur, das passt schon. Doch, das passt auf jeden Fall. Dann müsste hier die Ananas hinkommen. Da die Schlange, da das, da der Wolf. Ist hier noch irgendwas zum Anklicken? Nee. Das ist halt das Problem, uns fehlt halt eine Hälfte des Diagramms, deswegen ja, müssen wir halt hier so ein bisschen rumprobieren. Das Affe. So, die beiden, ne? So, die drei sind oben. Unten sind vier. Vielleicht im Zeichen der Kuh. Könnte ja auch sein. Da hätten wir hier die Kuh, da hätten wir das, da hätten wir das. Dann hätten wir hier, was weiß ich, den Wolf. Die Ananas. Hätten hier die Schlange, hätten das. Nein, auch nicht, auch nicht. Ja, das letzte große Rätsel, sagen wir es mal so, ist noch besonders interessant. Interessant auf jeden Fall. Nicht schwer oder so, nö, nö, ist halt nur interessant. Schlange, Affe. Wolf. Ananas. Nein, Quatsch. Ananas hierhin. Schlange, Affe, Wolf. Ananas. Ja. Oh
Oh Mann, das ist schon hartnäckig jetzt hier. Affe. Dann Wolf. Dann Ananas. Dann Elefant. Wobei ich immer denke, Elefant kommt doch eigentlich nach oben, aber hier haben wir ja diese Öffnungssache. Von welcher Reihenfolge muss ich ausgehen? Affe ist unter dem. Oder so rum. Könnte so rum sein. So. Die Ananas ist ja direkt daneben. Und die Schlange ist direkt unter dem. Wenn ich das jetzt so hier mache. Okay, das ist genau da drunter. Das ist in der Mitte. Das ist genau dahin. Die Ananas ist halt da. Man kriegt da jetzt auch keinen Hinweis wie Klack oder Klick oder so, dass man weiß, aha, es hat geklappt. Die heilige Kuh. Heilige davon, heilige Prinzessin, heiliges Krokodil. Heilige Ananas. Und das... Ich würde immer noch sagen, dass das hier oben als erstes kommt, dann das hier. So, das wäre jetzt quasi die Heilige. Dann die heilige Kuh, dann das. Dann der Affe. Der Wolf. Die Ananas. Die Schlange quasi unterm Affe. So sieht es mir zumindest jetzt so ein bisschen aus. Dann nur noch die beiden irgendwie tauschen. Es ist halt das Problem, ich verstehe gerade das Konzept nicht. So, das haben wir. Also wir hätten jetzt, wenn ich jetzt den Affe dahin bauen würde, haben wir... Ja, was haben wir denn da? Ordne die Figuren so an, wie auf dem Diagramm dargestellt. Ja, aber das Problem ist ja, auf welcher Stufe? Ich meine, Kuh, das, dann das. So, hier haben wir drei. Warte mal. Das... Also, wir haben die Kuh. Das gilt ja nicht. Die beiden, ich kann ja hier oben keine zwei platzieren. Wir haben die Kuh. Nee, Quatsch. Die Kuh kommt jetzt dahin. So, die Schlange ist hier. Der Affe kommt dahin. Nee. So, wir machen... Ah, puh. Das ist schon... hakelig. So, wir haben jetzt hier diese Kombination. 1, 2, 3, 4. Diese Kombination haben wir hier, so wie es jetzt hier abgebildet ist. So. Dann hier die Ananas. Die liegt genau mit an. Und die Prinzessin, der Prinzessinnenkopf kommt quasi nach oben. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch herausfinden. Ah, der Kopf kommt dahin. So, die Ananas kommt dahin. Äh,
1, 2, 3, 4. Jetzt müsste man natürlich wieder so eine Verbindung wie hier haben, weil ich mir absolut nicht sicher bin, ob es daran liegt, dass ich den Kopf dahin machen soll. Der Wolfkopf dahin, die Ananas dahin und das dahin. Dass halt als letztes dann nur noch die Lotusblüte übrig bleibt. Das ist das, das ist das, das ist das. Passt. So, oben, ganz oben ist jetzt der Kopf der Heiligen, ja, so und so. Dann kommt der Wolfskopf. Dann kommt das. Wow, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Was zur Hölle, wir haben es geschafft. Ich habe schon gedacht, ich werde hier verzweifeln. Wir haben ein Zepter bekommen. Ja, ein Zepter der Macht. Das ist wunderbar, aber was kann ich jetzt damit machen? Toll, da haben wir ein Rätsel gelöst, wo wir uns total freuen und haben ein weiteres. Juhu, es hat funktioniert. Wir haben, oh mein Gott, Wiedervereinigung. Das Zepter hat funktioniert. Harry und Jacob sind frei. Und ich habe das letzte Herz. Mark ist endlich in greifbarer Nähe. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich das letzte Herz einsetze, aber ich sollte auf alles vorbereitet sein. Oh ja, auf alles vorbereitet sein. Ich werde es auf jeden Fall. Und jetzt beginnt es. Wir werden es tun. Wir werden das letzte Herz einsetzen. Ich hoffe, jetzt kommt kein Fisch oder so, der uns irgendwie verbannt oder uns das Herz wegnimmt. Oh Mann, ich bin... Okay. Und wir tun es jetzt. Okay. Der wahre Grund. Der Baum verbirgt eine geheime Passage. Ich weiß, ich muss da runtergehen, aber ich habe Angst. Auf der obersten Stufe stehen Spuren, ich bereits die segenden Hitze der Hülle durch den Tunnel komme und höre die erschütternden Geräusche der vor Schmerz gepeinigten Seelen. Meine Angst hat mich fast gelähmt, aber ich muss weitermachen. Oh ja, uns wird ja auch Angst auch quälen, aber was soll's, wir gehen. Oder? Liegt da noch was? Achso, jetzt hier die Skizze. Die können wir immer noch nicht machen. Na gut, wir gehen hinunter. Und wir finden ein Stück Pergament, das wir auch gleich verwenden werden. That was not easy to do. It was nearly impossible. But I did it. The blade is now filled with Lilith's blood. Use it to open the heart-shaped lock. And hurry! Time is running out. If you take too long, Lilith will summon the Prince of Darkness, and your Mark's body will become the vessel of his dark essence. Go and do everything your heart tells you to do. Jawohl, wir werden uns beeilen und damit werden wir ganz schnell einfach mal mit der nochmal eine kurze Notiz. Wir haben ja Zeit. Der Fischer kam mit dem Dolch zurück und er war mit einer leuchtenden roten Substanz gefüllt. Das, was war das? Eigentlich ist es mir egal, jetzt kann ich die Tür im Büro öffnen und nachsehen, was sich dahinter befindet. Ich bin mir sicher, dass es wichtig ist. Nun ja, ein... Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist. Und ein Wimmelbild. Hey, okay, wir tun es. Oh Gott, es pocht, es lebt. Ah,
Panik. Sieht doch schon wieder furchtbar aus. Was haben wir denn? Porträt von Dr. Mobile. Ach, guck an, der Dr. Mobile. Lilith hält Marks Seele in einer dieser Flaschen gefangen. Sie sehen alle leider alle gleich aus. Wie finde ich die richtige heraus? Vielleicht wird Marks Seele auf etwas reagieren, das ihm sehr am Herzen liegt. Naja. Lilith hat Marks Seele in einem dieser Gefäße versteckt. Aber in welchem? Sie sehen alle gleich aus. Ja, hier vielleicht? Um Marks Seele zu finden, setze den Ring auf alle Flaschen, bis du diejenige findest, die am hellsten leuchtet. Mark? Setze den Ring. Okay. Versteckt an welchem sie sehen alle. Also sie leuchten gerade alle gleich hell. Vor allem hier fehlen zwei Flaschen. Kann ich hier? Nein, kann ich natürlich nicht mehr rausgehen. Na super. Die leuchten doch alle gleich hell. Ja gut, vielleicht. Nee. Die zum Beispiel ist leer. Die leuchtet gleich mal gar nicht. Nee, auch ne. Auch ne, was? So, also noch einmal. Diese leuchtet sehr interessant, aber nicht ganz stark. Die leuchtet etwas stärker. Ist es aber auch nicht. Die leuchtet ja normal. Die. Okay, gut. Das erklärt natürlich alles, warum es nicht funktioniert hat. Man muss länger draufhalten, um zu sehen, was passiert. Aber zunächst setzen wir erstmal das Porträt von Dr. Mobile ein und bekommen damit eine zweite Rune. Mobile. Ich kann meinen Augen kaum trauen. Der Fischer ist Dr. Mobile. Aber warum hat er mir geholfen? Hat sich seine Einstellung seit damals, als er noch der Vorsteher der Horrorklinik war, geändert? Ach, so ist das also. Der gute Fischer. Der gute Fischer ist er also. Der Dr. Mobile. Na, das ist doch schön. So, und wir brauchen einen Bleistift, eine Gabel, leeres Glas, Perle, Schachfigur, Trommelstöcke, Gürtel und einen Schuh. Schuh haben wir hier. Der andere Trommelstock müsste ganz in der Nähe sein. Ja, hier ist er, bitteschön. Zack, alle zusammen. Ein Croissant braucht man nicht. Ein Hut mit einer Figur. Ein Hütchen. Ein. Bam. Sehr schön. Mit einem leeren Glas, ne? Jawohl. Ich habe mich schon gewundert, wie kriegt man das Glas leer? Bleistift, Schlüssel, Perle. Perla. Eine Schnur zum Ziehen geht nicht. Schade. Was ist das? Ein Ei. Farbbares Ei. Ja. Schlüssel. Hey. Super. Und eine Trommel mit einem Klauen. Bleistift. Eine Fahne, ein Spiegel, Kerzen, Perle, Musiknote, Schwan haben wir hier. Eine Gabel. Eine Mistgabel. Ah, Musiknote, warte, hier, zack. So. Eine Libelle. So,
Croissant, jetzt kommt's Croissant. Eine Gabel. Eine Gabel, eine Gabel, eine Gabel. Das ist der Gürtel. Passt super. Feuerzeug haben wir hier oben. Und natürlich noch die gute alte Gabel. Aber wo ist die Gabel? Das fragen sich viele manchmal. Wo ist die Gabel? Wo ist die Gabel? Die Gabel, die ist weg. Da unten ist sie. Da ist sie. Haha, entdeckt. Sehr schön. War eine nicht gewöhnliche Gabel. Wir bekommen ein Glas. Okay, können wir jetzt einfach mal probeweise? Man kann es ja mal probieren. Kann man mit der Glas? Ja, juhu, wir haben Säure bekommen. So, und jetzt können wir die alte Hexe wegätzen. Ja, ich glaube eher nicht. Aber wir dürfen wir jetzt da runtergehen? Dürfen wir jetzt da reingehen? Oh mein Gott, es ist so furchtbar. Eine Notiz. Mark. Ich habe Mark gefunden. Ich kann mir nicht einmal aus ansatzweise vorstellen, was er durchgemacht hat. Ich habe mich beeilt, so sehr ich konnte, denn ich wusste, dass Lilith plante, diesen Körper als Gefäß für Satan zu nutzen. Ich darf das nicht zulassen, ich muss sie ablenken und dann Mark befreien. Ja, wie lenkt man einen Succubus-Dämon ab? Mark, ich bin hier, um dich zu retten. Ich muss ihn so schnell wie möglich herablassen. Vielleicht muss ich dazu die Hebe an der Wand... Ach nee, echt jetzt? Lilith füllt diese Zylinder mit Energie und sie hat nur noch einen vor sich. Ich muss dieses höllische Ritual sofort stoppen. Die Frage ist ja, kann man? Hat man die Möglichkeit, dass das Ritual nicht gestoppt wird? Kann ich mit der Rune? Mit der Seele? Ach, schade. Was soll ich denn jetzt hier? Hallo, ich kann hier nichts machen. Lilith. Ach so, wir haben ja das Pergament. Ach, Alter. Das Pergament haben wir ja immer noch. Hier, zack. Zack. Sehr gut nachgezeichnet. Eine Notiz, Lilith, letzte Anweisungen. Kann ich die jetzt einfach so der Lilith geben, oder? Nö. Hä? Ach so. Die Wärme, die aus diesem Brunnen kommt, ist heißer als alles, was ich je erlebt habe. Es kommt mir so vor, als würde der Brunnen direkt ins Herz der Hölle führen. Ja, aber was sind die letzten Anweisungen? Nun, wir gucken nochmal drüber auf die Karte und wir sehen, aha, das Büro. Ah, okay, okay. Fülle den Kelch mit Wasser aus der heiligen Quelle und dann gieße das Wasser in den Brunnen, um die Feuer der Hölle zu löschen. Stoppe das Ritual und verschließe den Weg in die Unterwelt. Haben wir nicht gerade versucht, das dort reinzuwerfen? Naja, ich habe alles, was ich benötige. Ich kann mein Glück kaum fassen. Ich kann den Kelch mit Wasser dazu benutzen, das Ritual, das Lilith vorbereitet, zu stoppen. Ich muss dazu nur den Kelch in den brennenden Brunnen werfen. Ja, bei der Macht des Feuers, des Kelches. Ah, hier gibt es noch zwei Artefakte, also zwei Objekte zu suchen. Ich würde mal sagen, bevor ich jetzt hier wirklich anfange, alles zu Ende zu bringen, nehme ich mir das hier. 31 und nehme mir hier nochmal schnell rein. Suche jetzt einfach nochmal die restlichen zwei Artefakte und dann können wir da reingehen, beziehungsweise Special Objekte. Mhm.
Weil ich möchte diesmal wirklich versuchen, alles voll zu kriegen. Da wir die Chance haben und es nur noch zwei fehlen, dachte ich mir, hey, gut, kannst du mal. Also das war das Notizbuch. Und hier gab es doch noch eins, oder? Bin ich jetzt falsch? Orte mit Spezialobjekten. Genau, hier ist das Herz und der Totenkopf. Aber wo ist das Spezialobjekt? Wo mag es wohl hin sein, das spezielle Objekt? Na, ich will Lilith erst besiegen, wenn ich das Spezialobjekt gefunden habe. Damit ich in Ruhe weiß, okay, alles geschafft. Im Inneren. Boah. Guck mal in seine Innereien nach, vielleicht liegt da was. Gibt es hier ein Spezialobjekt? Nein, nur ein Notizbuch. Hier ist die Wand, da ist die Lampe, da ist eine Maske. Wo ist das fehlende Spezialobjekt? Da ist nix, da ist nix, da ist auch nix, da ist auch nix. Merkwürdig. Da vielleicht? Hier draußen? Nein, hä? Sehr komisch. Obwohl halt da steht. Aber wenn ich jetzt nochmal hier rausgehe, so Karte, befinde ich mich hier. Okay, ist. Ja. Gut. Guck mal nochmal. Den Kühlschrank können wir nicht mehr zumachen. Nein. Das Radio geht auch nicht. Verdammt, ich will wieder rein. So. Der Kopf des Toten interessiert auch keinen. Das Kamel ist leider auch nichts. Hier gibt es, wie gesagt, auch nichts mehr, außer eben das Notizbuch. Aber die Maske sah schon interessant aus, so wie könnte ja was sein, aber nein, leider nicht. Wo könnte hier das Fehlende sein? Komm, es ist doch bloß noch eins. Also, ja gut, es sind ja bloß noch eins, wenn wir das dann gelöst haben bei der Lilith. Aber wo soll das hier sein? Das hier ist leider auch nichts, obwohl das auch sehr aussieht, wie als ob das was scheinen könnte. Aber hier verändert sich ja auch nichts. Oder ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wie sich was verändert. Das ist natürlich auch nicht so gut. Na gut, ich werde jetzt erstmal dahin zurückkehren, zur Lilith. Werde jetzt allerdings noch nicht das Zeug in den, ja, ins Wasser, ins Feuer werfen, die Flasche, denn ich gucke hier nochmal nach einem Objekt. Mark, hast du Spischobjekt? Nein. Aber der hat anscheinend was Cooles an. Ein richtig cooles Shirt des Teufels von Satan persönlich. Lilith, ja, du machst dein Ding, das ist richtig. Ich mach ruhig fertig hier. Du wirst eh nicht fertig. Und wenn, dann würde ich feiern, wenn es doch weiterlaufen würde. Und dann die Meldung kommt, du hast es nicht geschafft. Bitte fange bei Null an, weiterzuspielen. Das wäre ja mal was, wo man wirklich dann Druck hat und sagen muss, oh nein, wir müssen uns beeilen. Aber hier können wir uns immer noch sagen, oh, lass die ruhig erstmal machen. Passt. Aber ich finde hier wirklich gerade das. Naja, gut, was soll's. Ich schmeiß es einfach rein und dann ist alles. Achso, hier, zack, rein damit. Frieden! Hallo, Marc. Ah, jetzt sieht's nicht mehr so gut.
Oh, ja, bitteschön. Oh, was? Ich muss dort die korrekten... Okay. Jetzt... Zwei... Drei... Oh nein, es fehlt noch eine Rune. Mark, es tut mir leid, ich kann dich noch nicht retten. Die Rune ist in diesen Wurzeln eingebettet. Ich muss die Wurzeln entfernen. Hier, ihr Säure. Mit Säure kann man alles wegmachen. Alles wegmachen. Weg damit. So. Sehr gut. Mark, ich rette dich. Hier, nimm die Macht der Rune. Gratulation, du hast das Hauptspiel vollendet. Du kannst jetzt das Bonuskapitel spielen. Ja, natürlich, ich freue mich total, aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und ja, das war die Hauptstory von Sacra Terra, der Kuss des Todes. Wir haben es geschafft, wir haben den guten Mark gerettet und ja, Lilith und Dr. Mobile sind anscheinend, ja, haben sich gegenseitig zerstört. Was im Bonuskapitel Sache ist, kann ich euch leider noch nicht sagen. Ich habe jetzt auch keine Vorahnung, was es sein könnte, was wir jetzt genau spielen werden im Bonuskapitel. Aber wir werden es auf jeden Fall spielen. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid wieder mit dabei. Und bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zugucken vom Hauptspiel. Und ja, wir sehen uns dann beim Bonuskapitel wieder. Und bis dahin erstmal, ciao.